Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer Cocktailzeit im Museum Burg Prosterstein. Ich bin Franziska Huberti, Historikerin, und wir wollen heute ein kleines Zeitzeugengespräch zum Thema Gastronomiealltag in der DDR führen, nämlich mit Bernd Adam aus Schmölln. Hallo. Hallo. Schön, dass du dich bereit erklärt hast. Und wir wollen in jeder Cocktailzeit einen Original-DDR-Cocktail herstellen, aber das natürlich nicht nur zum Spaß, sondern wir möchten über den Gastronomiealltag zu DDR-Zeiten sprechen. Anlass dafür ist unsere Sonderausstellung damals in der Esse, Erinnerungen an das Kulturhaus Stadt Schmölln. Und da ist meine erste Frage an dich direkt: Was ist denn ein Kulturhaus? Also für die Jugend, die das vielleicht nicht mehr kennt. Na gut, Kulturhaus, es gab reine Kulturhäuser, aber hier hatten wir Gastronomie und Kultur gemeinsam. Also wir waren ein HO-Objekt und dieses Objekt hat praktisch Gastronomie hauptsächlich gemacht. Und dann hatten wir einen Saal mit dran, mit Galerie, Weinstube, und dort haben wir dann Veranstaltungen gemacht. Und die wurden aber organisiert von der Kulturhausleitung, die separat war, gehörte nicht zu uns, aber wir haben eng zueinander, miteinander gearbeitet. Und da kam doch das Stichwort HO. Was ist denn die HO? Also es gab zu DDR-Zeiten zwei Handelseinrichtungen, das war die großen, es gab dann noch Metropa, aber HO, Handelsorganisation, das war die staatliche Einrichtung. Und dann gab es noch den Konsum, das war die Gesellschaft Konsum, die vorwiegend aber auf dem Land war, und die HO war vorwiegend in der Stadt. So, Metropa gab es da noch, und, aber das war für uns nicht so erstaunlich. Es gab die zwei großen Handelsorganisationen. Die hatten zum Teil die gleichen Versorgungsaufträge, wie wir gesagt haben, aber wir, Stadt Schmölln, war halt von der HO erbaut, umgebaut. 1969 war die Eröffnung, und das gehörte der HO in diesem Haus, und die Kultur war zu Gast. Und da bist du ja sozusagen der perfekte Zeitzeuge. Du warst nämlich dort Restaurantleiter, und 8 Jahre lang. Ich bin nach dem Studium von Leipzig aus 1972 im 6. Semester nach Schmölln gekommen, habe dort dann meine Abschlussarbeit geschrieben und wurde dann als gastronomischer Leiter eingesetzt. Mit Unterbrechung, ich musste dann zur Armee, dann musste ich die 3 Schwäne übernehmen, kam ich dann zurück. Das war 1982, und dort habe ich dann die Lehrlinge übernommen von der gesamten, also Gastronomielehrlinge von der HO, und wir hatten ja über 30 Lehrlinge im Service und in der Küche, und die habe ich betreut und ausgebildet. Das ist ja toll. Und da bist du sozusagen auch der Experte für unsere Cocktailstunde. Wir wollen ja ein kleines, kurzes Format machen. Wir haben jetzt schon gelernt, was ist ein Kulturhaus? Das ist erstmal ganz wichtig. Und da möchten wir natürlich noch mit dran setzen. Das Kulturhaus in Schmölln hieß eigentlich Stadt Schmölln, aber es wurde Esse genannt, weil es einen 27 Meter hohen Schornstein, also umgangssprachlich Esse genannt, ja, in der Region besaß, und der war so optisch dominant, so dass es einfach die Esse wurde. Die Esse musste es auch sein in dieser Größe und Länge, weil damit ein Zug entsteht, denn es gab ja damals, um dieses Haus zu beheizen, ich habe nur gesagt, es war veredelte Blumenerde, aber der Zug musste sein, damit das überhaupt warm wurde im Haus. Und wir kriegten ja kaum Brikett, manchmal schon, aber vorwiegend war es Braunkohle, und das war einfach nur furchtbar. Wir hatten 4 Öfen unten, die im Winter über haben die geglüht, also Hochturm, da war immer was los. Aber es musste der Zug da sein, dass das auch warm wurde dann im Haus. Wenn es nicht warm wurde, musste man sich sozusagen von innen wärmen, wie man das so schön sagt. Und wir wollen ja zu unserem Cocktail kommen. Wir haben einen ausgesucht für unsere erste Folge, den wir auch heute noch kennen, auch die Jugendlichen heute noch kennen könnten, nämlich die grüne Wiese der Dauerrenner in der Esse damals. Okay, leite mich an. Was muss ich machen? Was brauchen wir? Also wir brauchen Curaçao, ja, Orangensaft und Sekt. So, genau. So, genau. Haben wir alles da. Dann wird serviert im Sektglas. Im Sektglas. Wir haben da mal was vorbereitet. Ja, logisch. So. Ja, also das ist 2 cl Curaçao. Das machen wir jetzt direkt. Wir müssen jetzt betonen natürlich noch, wir
machen unsere Cocktails mit Alkohol. Das heißt, alle unter 18 Jahren gucken jetzt bitte weg und machen das nicht nach. Und natürlich nach dem Genuss der Getränke nicht mehr Auto fahren. Verlegen Sie es auf die Abendstunden. Dann wird auch ein Schuh draus. So, so wie jetzt Orangensaft? Ja. Dreh nochmal rum, dass er richtig sich verteilt. Ja, natürlich. Oh. Naja, gut. Na, schön und schick brauchst du nicht. Schade. Macht sich so schön. Wie viel brauchen wir Orangensaft? Auch 2 cl? So, auch 2 cl. Ja, das ist ja hervorragend. Dann nehmen wir doch gleich das Glas zum Abmessen. Wir sehen auch sofort, warum er Grüne Wiese heißt und woher diese wunderbare grüne Farbe eigentlich kommt. Das ist noch Farbenlehre hier. Wenn man Blau und Gelb zusammen kippt, kommt Grün raus. Unglaublich. Und dann mit Sekt auffüllen. Und dann füllen wir das mit Sekt aus. Wir nehmen jetzt hier nur beispielhaft, weil es ja auch, das war der DDR-Sekt, der Rotkäppchen-Sekt. Sehr beliebt zumindest. Absolut. Was hattet ihr noch? Ja, wir hatten, es gab da Wackelbad und was nicht alles, es gab noch andere Sorten. Und dann Sonderzulieferung gab es Sowjetskoje, Schampanskoje. Oha. Ja, aber den gab es noch einmal im Jahr. Ah. Ja. Und der war natürlich was ganz Edles. Und wir durften ja, deutschlandweit durfte ja kein Champagner ausgeschenkt werden, weil der ja 1918 im Versailler Vertrag geschützt wurde für die Franzosen. Der Cognac und der Champagner, und die Russen haben das nicht mitgemacht. So, also, und das, jetzt ist er fertig, der kommt auch, braucht es auch nichts mehr, der ist einfach, wie er ist. Nein. Einfach leicht. Na dann, wir probieren jetzt noch live für Sie. Zum Vielen Dank, dass du da bist. Na gut, mit Sektgläsern anstoßen, aber wir machen das halt mal so. Man prostet sich nur zu. Achso, na gut, wieder was gelernt, man prostet sich nur zu. Er ist genießbar, hat eine wunderbare Farbe. Und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende unserer ersten Folge. Nicht verpassen, die nächste Folge, da wird es dann um die Logistik gehen in der Gastronomie zu DDR-Zeiten. Und wenn Sie das nicht verpassen wollen, ich kündige schon mal an, es kommt auch ein Klassiker, der Mokka-Flip. Kanal abonnieren und die Glocke drücken, dann können Sie nichts verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.